Fängt es jetzt an zu regnen gerade? Es fängt an zu regnen gerade. Oh, nee. Würde man denen mal das Wort Angst in den Mund legen, also googelt und einfach mal eingeben, Deutsche haben an, dann kommt raus, dass wir Angst vor allem haben. Vor Flüchtlingen, Türken, dem Islam, Aktien, Chinas Wirtschaftsmacht, Krieg und Ausländern. Dann habe ich gedacht, hat die Regierung eigentlich Angst vor irgendwas? Sollte man ja meinen, nicht wahr? Ja, bestimmt. Ja, nein, die Regierung hat ausdrücklich keine Angst. Obwohl du AN angegeben hast. Obwohl ich AN eingegeben habe, ich habe wirklich versucht rauszufinden, wovor die Regierung Angst hat. Sie hat keine Angst, vor nichts und vor niemandem. Angst muss nicht zwangsläufig zu Hassbotschaften führen. Angst liefert auch häufig einfach Falschinformationen. Beim Amoklauf von München vor 3 Wochen fahndeten die Ermittler ganze Zeit nach 3 Tätern. Zeugen sahen mehrere Täter, Zeugen hörten, wie der Täter islamistisches Gedankengut geäußert haben soll. Wie zum Beispiel hier. Zeugenaussagen müssen ernst genommen werden, doch bei vielen Aussagen im Netz wäre es angemessener gewesen, abzuwarten. Das Gehirn macht bei Abspeichern von Erinnerungen unter Stress viele Fehler. Augenzeugenaussagen sind deshalb nicht selten unzuverlässig. Doch mit dem Posten von ungeprüften Aussagen vermischen sich Halbwissen und Unwahrheiten mit den wenigen Fakten, die bei einem Ereignis zu einem früheren Zeitpunkt überhaupt feststehen können. Ich verstehe es nicht. Also es sind wirklich Dinge gescheitert, weil die Menschen Angst hatten einfach nur. Also auch ich selber habe erlebt, dass Dinge gescheitert sind, weil die Menschen einfach Angst vor dieser Technik haben. Die haben Angst, was ist darauf gespeichert. Wenn das jetzt jemand klaut oder was ist da über mich bekannt oder ich kann überall vielleicht tatsächlich verfolgt werden. Mhm. Und auch im Wikipedia-Artikel selber steht ja, dient nicht nur zur Identifikation, sondern auch zur Ortung. Ein Problem ist immer noch nicht gelöst, von dem ich große Angst habe. Schleichwerbende Kosmetik, Lifestyle, Haul, YouTube-Bitches verderben beeinflussbare Kinder zum Konsum und übermäßigem Styling. Diesen Montag verursachte ein Video von Dagi B bei mir wirklich durchgehende Migräne und tatsächliche Angstzustände. Dagi B, jetzt kommt Dagi B, jetzt kommt Dagi B, jetzt kommt Dagi B, jetzt kommt Dagi B. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.